Hey, herzlich willkommen zurück bei Mass Effect. Jetzt wollen wir mal zur Konsortin. Der hat gesagt, über die Brücke, ne? Oder auf der anderen Seite von der Brücke. Willkommen im Präsidium. Ja. Ich bin Ihre Führerin. Was ist das hier? Ja, will ich gerade nicht. Wo kann ich denn damit hin eigentlich? Hi. Präsidium? Nein. Will ich nicht hin. Ich will jetzt erst zur Konsortin. Wer hat das nochmal gesagt? Der Volus oder der Elcor? Ich glaube, der Elcor. Auf der anderen Seite der Rückkehr hat der ja gesagt. Und da wollen wir dann jetzt erstmal hin. Gucken, was die uns zu sagen hat. Das ist ja gar nichts. Mein Büro ist bereits 5-mal umgebaut worden. 5-mal? Aber warum? Was versprechen die sich davon? Woher soll ich das wissen? Die Keeper geben ja nie Erklärungen ab. Und trotzdem lässt man sie machen, was sie für richtig halten. Wir haben ja keine Wahl. Wenn man versucht, sie aufzuhalten, schalten sie einfach ab und werden durch einen anderen ersetzt. Eigentlich seltsam, dass wir so wenig von ihnen wissen. Und es ist frustrierend. Na, wenn du das sagst. Na? Willkommen. Ich bin Elina. Sie sind keiner der für heute eingetragenen Klienten. Soll ich nachsehen, wann die Konsortin Zeit hat, sie zu empfangen? Ich brauche einen Kann ich Termin. nicht einfach reingehen? Leider nicht. Sie müssen verstehen, dass viele die Dienste der Konsortin in Anspruch nehmen. Wenn Sie Ihren Namen hinterlassen, wird sie versuchen, sich mit Ihnen zu treffen. Was tun Sie hier, Nelina? Ich bin eine der Akolytinnen der Konsortin. Nicht alle, die hierher kommen, haben die Gelegenheit, die Konsortin zu sehen. Ich kümmere mich dann um sie. Es ist unsere Aha. Arbeit, diese Menschen trotzdem glücklich zu machen. Aha. Und Wie genau kümmern Sie sich um sie? Jede Akolytin hat individuelle Fähigkeiten. Einige bieten tröstlichen Gesang, andere pflegen Konversation. Wir versuchen immer, die richtige Akolytin für die Bedürfnisse unserer Klienten zu finden. Ich bin auf Berührungen spezialisiert. Mit meinen Fingerspitzen kann ich jeden verspannten Punkt ihres Körpers finden und lockern. Haha. Haha, klingt Ich würde Ihre Dienste interessant. gerne in Anspruch nehmen. Haha. Exzellent! Ich werde Sie auf unsere Klientenliste schreiben. Wir werden in 3 oder 4 Monaten Zeit für Sie haben. Alter Vater! Da gehe ich lieber woanders hin. Eine so lange Wartezeit ist nicht akzeptabel. Das kann ich nicht beurteilen. Ich notiere Ihren Namen, wir melden uns dann bei Ihnen. Kann ich noch etwas für Sie tun? Konsortin. Was ist eine Konsortin? Welche Dienste bietet sie an? Das ist nicht einfach zu erklären. Sie bietet vielen Leuten Dienste an, individuell auf jeden Einzelnen zugeschnitten. Einige suchen Rat, andere Unterhaltung und andere wiederum reine Entspannung. Meist wissen unsere Klienten nicht einmal, was sie suchen, bis sie es von ihr erhalten haben. Das klingt, als wäre sie eine Art Orakel. Nein, das trifft nicht auf sie zu. Sie ist bloß eine Frau. Eine Frau mit sehr viel Mitgefühl und einem freigebigen Geist. Machen Sie doch einen Termin und finden Sie es selbst heraus. Ich Aha. bin hier fertig. Okay. Ich hoffe, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen. Es ist uns immer eine Freude. Nelina. Ah, hi. Ja, Shaira? Bitte Commander Shepard zu mir hoch. Ich wünsche ihn zu sprechen. Ja, natürlich, Herrin. Hallo. 3 oder 4 Monate. Die Konsortin hat ihre Anwesenheit zur Kenntnis genommen. Sie wünscht, sie jetzt zu sehen. Okay. Wo finde ich sie? Gehen Sie einfach nach oben. Sie erwartet Sie dort. Aha. Perfekt. Na? Sogar Menschen scheinen die Konsortin unwiderstehlich zu finden. Willkommen. Es ist mir eine Freude, Sie begrüßen zu dürfen. Ja, perfekt. Sie sind bei der Allianz. Ah, ja. Mein Bruder ist als Soldat auf der Erde stationiert. Es ist ja interessant. Ich gehe zur Konsortin. Ich habe ein wenig was zu erledigen. Hallo. Das ist nah genug, Commander.
Ich habe seit Ihrer Ankunft hier auf Citadel viel über Sie gehört. Wer sind Sie? Was bieten Sie hier an? Das kommt auf Ihre Bedürfnisse an. Einigen biete ich Rat, anderen Trost. Ich habe ein Problem, bei dem ich kompetente Hilfe benötige. Okay. Vielleicht kann ich helfen. Ich habe einen Freund, Septimus, einen ehemaligen turianischen General. Ich möchte nicht ins Detail gehen, aber er sah in mir mehr, als mir lieb war. Wir haben uns gestritten. Jetzt betrinkt er sich den ganzen Tag in Koras Nest und erzählt Lügen über mich. Wenn Sie als Soldat mit ihm reden könnten, würde er Ihnen vielleicht zuhören und es dann sein lassen. Was ist zwischen Ihnen vorgefallen? Ich respektiere seine Privatsphäre zu sehr, um ins Detail zu gehen. Wenn er Ihnen erzählen möchte, was passiert ist, so ist das seine Entscheidung. Okay. Was genau soll ich Ihnen denn sagen? Appellieren Sie an seine Ehre. Zeigen Sie Respekt vor seinem Rang als General. Wenn Sie ihn überzeugen könnten, keine Lügen mehr über mich zu erzählen, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Wo komme ich nach Koras Nest? Nun muss ich Sie bitten zu gehen. Es warten noch viele Klienten auf mich. Ich muss da sofort hin und muss das regeln. Und dann komme ich wieder, mein kleiner Hase. Ach ja. Ich muss zugeben, dass ich ein bisschen nervös bin. Ja, halt die Klappe. Das ist verständlich. Viele unserer Klienten wissen nicht, was sie beim... So, wollen wir mal hier weitergehen. Ob es hier noch irgendwas gibt. Oh, wenn der doch nur rennen würde oder könnte. Okay, da unten. Wo kommen wir hier hin? Hallo? Ach, da. Nee, warte mal. Ach nein, da gehe ich wieder rüber. Okay, können wir wieder da runter. So, was haben wir hier? Hallo? Hallo, Wesen menschlicher Abstammung. Dieser ist begeistert, Sie hier in seinem Emporium begrüßen zu dürfen. Perfekt. Wer sind Sie? Dieser trägt den Namen Dallaninder, aber viele sagen einfach Dallan zu ihm. Mhm. Bitte lassen Sie sich alle Zeit der Galaxie, um diese exquisiten Waren zu betrachten, die dieser anbietet. Waren. Was genau bieten Sie hier an? Dieser bietet nur hochexquisite und luxuriöse Waren hier an. Dieser kann Ihnen fast alle gewünschten Waren liefern, sofern der Preis gezahlt werden kann. Warum bezeichnen Sie sich selbst als dieser? Aus dem gleichen Grunde, warum die Menschen so neugierig sind. Es ist Teil unserer Kultur. Die meisten Hanar sprechen nur in Gegenwart von Familie oder engen Freunden von sich in der ersten Person. Aber das ziemt sich nicht bei anderen Völkern. Das ist nur unsere Art. Okay. Wer sind Sie? Ach, habe ich das schon gefragt. Diese bitte lassen Sie sich alle Zeit der Galaxie, um diese exquisiten... Zeigen Sie mir bitte Ihre Waren. Zeig mal her, was war's? Oh, es ist diesem eine große Ehre, Wesen menschlicher Abstammung. Nicht menschlich, es wird Sie nicht enttäuschen. Zeig mir das mal. Wobei ich nicht glaube, dass mich das interessiert, was der anzubieten hat. Alter, was ist das? Schaden, okay. Oh, das kostet sie im Monat 72. Alter, Vater. Kaufen. Gib her. Gib her, gibst du das jetzt her? Alter, Vater, gib das her! Alter! So. Ja, ja, passt schon. Passt schon. Zählt denn was? Ich glaube, hier muss ich irgendwann mal für eine Quest hin. Wenn ich mich nicht vertue. Ich meine ja. Aber gut. Gut, weiter geht's. Ein wenig die Citadel erkunden. Hier ist nichts mehr. Dann gehen wir. Wo geht's hier hin? Bin ich nie gelandet. Balafon. Wen haben wir denn da? Jemanden vom Erdenclan? Mhm. Und eine Berühmtheit dazu, oder?
Man nennt sie doch Shepard, nicht wahr? Mhm. Es ist eine große Ehre, die Kriegsikone des Kilianischen Angriffs begrüßen zu dürfen. Sind wir uns schon mal begegnet? Sie haben mir etwas voraus. Ich bitte um Vergebung, Commander. Mein Name ist Balafon. Meine Arbeit erfordert es, immer informiert zu sein. Ich bin Finanzberater für viele bedeutende Kunden hier auf der Zitadelle. Wenn jemand so Berühmtes auf der Station eintrifft, werde ich darüber informiert. Okay, persönliche Frage. Erzählen Sie mir von Ihrer Arbeit. Das galaktische Finanzwesen ist eine komplizierte Geschichte. Gesetze und Vorschriften mit Bezug auf Dutzende interstellarer Wirtschaftssysteme. Ich bin ein Experte für all die Zusammenhänge der Wirtschaftssysteme. Gegen Gebühr kann man von meinem Fachwissen profitieren. Ich bin zudem ein gefragter Mann, wenn man Geschäfte machen möchte, ohne unnötig Aufsehen zu erregen. Diskret und effizient. Das ist mein Motto. Ist das denn auch legal, mein Freund? Klingt eher nach schmutzigen Geschäften. Alle meine Geschäftsaktivitäten orientieren sich natürlich an gültigen interstellaren Gesetzen. Dennoch wünschen einige meiner Kunden, ihre Geschäfte unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu tätigen. Ein Hanar-Botschafter hat zum Beispiel einmal einen Antrag auf Reduzierung der Importsteuern auf Hanar-Güter beim Rat eingereicht. Was für einen Eindruck hätte es gemacht, wenn bekannt geworden wäre, dass er Anteile an einer Hanar-Exportgesellschaft hält. Auch wenn seine wahren Motive waren, seinen Leuten helfen zu wollen, wäre er in Verdacht geraten, sich durch einen positiven Antragsbescheid persönlich bereichern zu wollen. Also habe ich seine Geschäfte im Stillen verwaltet. Na, das kommt mir aber... Klingt für mich immer noch nach schmutzigen Geschäften. Ja. Dann wollen wir hoffen, dass Sie niemals ein so großes Vermögen zu verwalten haben, dass Sie meine Dienste benötigen. Oh, das habe ich schon. Hatte ich. Ich habe so viel Geld ausgegeben, das ist ja der Wahnsinn. Wie ist das Leben hier auf Zitadell? Diese Station ist zweifelsohne das größte Wunder der Galaxie. Sie ist ein technologisches Wunder, aber die Schönheit liegt nicht nur in den Schutzhüllen und Antriebsmotoren. Vom Präsidium bis zu den Zivilbezirken. Die ganze Station ist Zeugnis des Erfolgs des Rates. Alle Spezies im Zitadellsektor leben in einer einzigen starken Gemeinschaft zusammen. Okay. Was ist so Besonderes am Präsidium? Es ist das politische Zentrum des Zitadellsektors. 80% aller intelligenten Spezies der uns bekannten Galaxie erkennen die Autorität der Zitadelle in interstellaren Fragen an. Aber nur die mächtigsten und einflussreichsten Völker haben ihre Botschaften hier im Präsidium. Diese Ebene der Station ist für die Elite reserviert. Shepard, für Leute wie uns. Bezirke? Wie sieht es in den Zivilbezirken aus? Sie sind das kulturelle Herz der Galaxie. Die Bezirke pulsieren vor Leben. Dort halten sich Millionen Bürger der verschiedenen Spezies auf. Man weiß nie, was einen in diesen Bezirken erwartet, Commander. Sie sind voller Überraschungen. Die meisten allerdings angenehmer Art. Ja, du hast das. Ich muss jetzt gehen. Bis später mal. Auf Wiedersehen, Commander. Jawohl. So, da vorne war... was ist... Ich hab keiner... hat deiner gepfiffen, Alter? Könnt ihr ja herumpfeifen. Ich glaube, ich spinne. Ich pfeife dir gleich ein. Hm. Was? Was denn? Hört noch jemand dieses tiefe Brummen? Offenbar kommt es von der Statue. Davon bekommt man ja Zahnschmerzen. Was für ein Brummen? Bist du besoffen? Alter. Es ist sehr friedlich hier. Naja, erst ein Brummen, dann friedlich. Du weißt auch nicht, was los ist, wa? Sehen Sie sich dieses Ding da drüben an. Welches Ding? Was tut es? Bitte stören Sie die Keeper nicht. Ach, ihn hier oder was? Bitte stören Sie die Keeper nicht. Bitte stören Sie Alter, ich schalte dich gleich aus, ey. Wo bin ich denn hier? Ich glaube, hier ist das Ding vom Rad. Da will ich aber eigentlich noch nicht hin. Ich wollte erst noch gucken, ob es hier vielleicht noch was anderes gibt. Irgendwas Interessantes.
Ich glaube, hier geht's wieder. Genau, da vorne ist die Brücke. Ja, hier brauche ich nicht lang. Da vorne geht's wieder zurück. Zu den Bezirken. Ja, da wollen wir doch hin. Perfekt. Das Rot, das ist zu. Toll. Können wir uns das nämlich schon schön in die Haare schmieren. Harry? Haribo macht Kinder froh und Erwachsene so in die Haare schmieren natürlich. Verdammt. Nicht nur Kaidan hat gesoffen, ich auch, glaube ich. Ein wenig. Ja. Oh, die Klappe. So, wollen wir mal hier hoch. So. Der Rat wird mir doch keine Fragen stellen, oder? Wieso? Das bezweifle ich. Wir haben unsere Berichte angefertigt. Nun müssen wir Botschafter Odina nur noch vertrauen. Mhm. Nein, das müssen wir nicht, Sir. Ganz schön große Klappe. Hä? Warte, wie weit ist das denn noch? Da, 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 da. Da sind wir. Mach auf. Los. Gareth und der Executor. Saren verschweigt etwas. Lassen Sie mir Zeit. Halten Sie sie auf. Den Rat aufhalten? Das ist lächerlich. Ihre Ermittlung ist vorbei, Garus. Commander Shepard? Garrus Vakarian. Ich war der leitende Offizier der Zitadell-Sicherheit-Ermittlung gegen Saren. Ah, magst du ihn wohl nicht so, wa? Klingt, als wollten sie wirklich seinen Kopf. Ich traue ihm nicht. Irgendetwas an ihm ist faul, wie ihr Menschen zu sagen pflegt. Aber er ist ein Spekter. Es gibt keine konkreten Beweise. Ich glaube, der Rat wartet, Commander. Viel Glück, Shepard. Mhm. Vielleicht hören sie Ihnen zu. Ja. Sie wollen den Rat nicht warten lassen. Och, der Rat interessiert mich eigentlich scheißreck. Die haben zu warten, bis ich da bin. So einfach ist das. Ich bin Commander Shepard. Ohne mich geht hier gar nichts. So sieht's nämlich mal aus. Wir gucken nämlich jetzt mal ganz in Ruhe alles an hier. Vorne haben wir... Ach, das ist nur die Tür. Okay. Das ist lächerlich. Was? Die Volus werden dem Rat ewig nicht beitreten. Da bin ich mir nicht so sicher. Die Menschen machen mächtig Druck. Ich wette, die Volus werden sich direkt an ihre Fersen heften, wenn sie es schaffen. Strategisch schlau, die Menschen beitreten zu lassen. Aber die Volus? Nein. Die Hanar sind die Nächsten. Danach die Elkor. Sie haben vielleicht recht. Aber erst müssen sich die Hanar ein bisschen locker machen. Sie mögen sie ja nur nicht, weil sie nicht richtig verstehen. Zack. Ja, es ist voll in die Fresse gekriegt. Ah, hier ist nix, so wie es aussieht. Da hinten vielleicht, warte. Ne? Ne? Gut. Gut, umdrehen. Ich hätte jetzt gern so einen kleinen Scooter, wo man sich so draufstellt, die rechts und links so zwei Reifen haben, weißt du? Da hätte ich voll Bock drauf, hier schön dann damit rumcruisen. Ach, so ein Reiseterminal, brauche ich nicht. Nein. Ah, ich warte darauf, okay, mit einem der Botschafterassistenten sprechen zu können. Commander? Ja, hi. Commander? Ah ja, ist gut. Hier ist auch nichts. Hier ist nichts. Gut. Dann können wir auch zum Rat. Nein, ich möchte nur ein paar Fragen stellen. Was denn? Ach, da ist Anderson. Da ist Anderson. Mit dem Rat quatschen wir aber erst im nächsten Part. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Macht's gut.